Gib ihm schon das Buch. Wow! Julius Caesar. Der Strom der menschlichen Geschäfte wechselt oder sowas in der Art. Sehr nett. Also du und Karen, ihr zwei seid... Freunde. Naja, ich bin sein Onkel. Somit ein Teil ihres Lebens. Nicht mehr und nicht weniger. Oh Mann. Es tut mir leid. Peyton, es tut mir wirklich leid. Scott. Was gibt's, Coach? Nicht du. Du. Ich habe noch einen freien Platz in der Mannschaft. Schulteam. Sowas ist eine einmalige Chance. Was sagst du? Die Leute, die hier drin beten, verschwenden ihre Zeit. Gott ist nämlich kein Sportfan. Aber ich mache dir ein Angebot. Du gegen mich. Mann gegen Mann. Du darfst sogar Ort und Zeit bestimmen. Wenn du gewinnst, verlasse ich das Team. Wenn ich gewinne, kriegst du in das Loch zurück, wo du hingehörst und bleibst da gefälligst auch. Eine Frage habe ich noch zu den Vögeln. Haben wir in der Stadt auch Geier? Nur in der Turnhalle. In deinem Kopf bin ich, oder? Was? No effects. That's me inside your head. Das ist der Text von... Ich kenne das Lied. Bist du sicher, dass du abgeholt wirst? Wenn du willst, kann ich auch kurz mit dir hier warten. Ja, das wäre mein Traum. Dein Dad soll mir einen Kostenvoranschlag machen. Mein Onkel. Bitte, wenn du das sagst. Kann ich dich was fragen? Das ist ein freies Land. Wieso bist du Cheerleader? Mal ehrlich, ich kenne niemanden, der so eine negative Ausstrahlung hat wie du. Komm schon, ich nehme dich mit. Du darfst mich auch beleidigen. Als erstes, du kennst mich nicht. Als zweites, du kennst mich nicht. Gibt es irgendwas, das du besser kannst als fast alle anderen? Sex. Kleiner Scherz. Warum erzählst du mir das alles? Ich meine, wir kennen uns doch überhaupt nicht. Vielleicht gerade deswegen. Ich kann es nicht ändern, dass der Junge existiert. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Ich habe Karen von Anfang an gesagt, dass ich das Kind nicht will. Aber sie... Weißt du, ich sag sowas nicht gern. Ich finde, das hört sich komisch an. Aber du bist ein richtig guter Kerl. Und ich bin froh, dass wir Freunde sind. Aber mal ehrlich, ist doch egal, ob der Typ spielt oder hast du etwa Angst? Ich hab vor nichts Angst. Aber wieso tust du es denn? Um zu zeigen, dass ich der Beste bin. Okay, und wenn er gewinnt, was kriegt er dann? Er kriegt dich. I said, are you gonna be my girl? Luke wirft auf Sieg! Zu 15! Das Publikum rastet aus! Die Masse tobt!
Raketen. Man sieht sich dann. Wo dies nicht geschieht, geht unser Schwimmen gut verloren.